Aber Caroline hat spannenderweise keinen Lieblingstanz gewählt, sondern den Tanz, vor dem sie am meisten Angst gehabt hat. Wer macht denn sowas? Fragen wir gleich nach, aber zuerst wollen wir sie tanzen sehen. Hier ist Part 10, Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi mit einem Jive. Caroline und Danilo. Mit einer Wahnsinnsshow hier wieder. Ich möchte an der Stelle kurz mal nach dem Lichte sein, den vielen Menschen hier vom Licht Danke sagen, weil ohne euch wäre die Show nur halb so schön. Ja. Dankeschön. Bravo. Das macht so viel aus. Wir merken es immer von Probe bis jetzt. Wenn dann die Lichter angehen, das ist dann Showtime, wenn es Licht angeht. Caroline, ihr habt gerade vorhin gesagt, du hast dir keinen Lieblingstanz ausgesucht, du hast dir deinen Angsttanz ausgesucht, was riskant ist. Warum? Also entweder ist es total dumm oder total super. Und ich wollte einfach nicht, wenn das heute der Schluss gewesen wäre, den einzigen Tanz, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, so in Erinnerung behalten. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Weil der Tanz ist ja super, nur er ist einfach so schnell und so anspruchsvoll. Und ich war damals, und das ist mir einfach in Erinnerung geblieben, und habe mir gedacht, der Bolasch kennt mich eigentlich noch nicht so gut, aber er hatte recht damals, als er gesagt hat, es war nicht mein Tag. Und das, ich bin immer so, und ich sage, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und das mache ich jetzt noch einmal. Super. Und deshalb, genau. Genau. Ich find das super. Ja. Hast du dich jetzt besser gefühlt als beim ersten Mal? Also ich habe mich heute wirklich gefreut. Also ich habe mir verboten, Angst zu haben vor dem Tanz. Und er hat nur gesagt, hey, lass es einfach und hab Spaß. Und das war der beste Tipp, den du mir geben konntest. Und das habe ich jetzt einfach gehabt. Genau. Maria, das ist eine spannende Taktik, oder? Dass man sich jeden Tanz aussuchen könnte, für den man die meisten Punkte bekommen hat, den besten Tanz. Aber man sucht sich gerade diesen einen Tanz aus, vor dem man so Respekt hat. Obwohl ich das überhaupt nicht verstehe. Nein, ganz ist ehrlich, blöd. Ich glaube, es war die dritte Runde und es war mein erster Zehner. Ja, und der für diesen Tanz, also er war damals schon auf einem absoluten Top-Top-Top-Top-Level und er ist auch heute wieder auf einem absoluten Top-Top-Top-Top-Level. Ja. Also Angst... Von wegen, ja. Habe ich damals nicht gespürt, habe ich jetzt nicht gespürt. Ich glaube, Bolasch, du musst mir jetzt recht geben, da geht nichts anderes wie 10 Punkte, oder? Ganz ehrlich, ich meine, es war einfach ein Wahnsinn. Wir fragen ihn gleich. Er kann sich noch kurz Gedanken machen. Ja, wir geben ihm noch eine Sekunde Zeit zum Nachdenken und fragen die Carina zuerst. Also Miriam, weil du schon beim Danke sagen warst, wollte ich auch unser Kamerateam erwähnen und alle Kameramänner und vor allem Steadycams.
Die laufen nämlich jeden Tanz, so wie der Tanz sich abspielt, ja, mit herum. Was das für eine Leistung, also 10 Tänze zu lernen und das zu machen. 30 Kilo trägt der, Mann. Ja, die haben, also für die Zuschauer nur ganz kurz, die haben ein Korsett, so wie ich, um den Körper herum mit einer 30 Kilo Kamera. Also das ist ein Wahnsinn. So, jetzt zu ihrem Tanz. Zu Ihnen persönlich, Sie haben Ihr Nervensystem total beim Hals genommen und jetzt gesagt, das mache ich. Und das ist bewundernswert. Einfach unglaublich. Also ich würde nie im Leben etwas, was ich einmal vermasselt habe, wiederholen wollen. Ja? Oder mir diese Challenge stellen. Das ist ja einfach atemberaubend. Und dieser Tanz, gebe ich der Maria recht, das war einer der Highlights eigentlich, dass sie Angst davon haben, also, und dass sie nichts vermaseln, das war auch klar. Perfekt, Gratulation. Danke, Sabine auch. Ja, und beim Bollasch fassen wir zusammen, er nimmt alles zurück, was er in der anderen Show gesagt hat und gibt den beiden 10 Punkte. So wäre das, wenn ich von zweiten Vornamen nicht Ivan heißen würde. Ivan fürchtet vor nichts und von niemand und besonders nicht vor drei Blondinen. Du solltest aber. Gott sei Dank bist du braun und schwarz. Endlich ein Schwarze. Wow. Ja. Um ganz auf der Spitze kommen zu können, braucht man klare Weise. Nicht nur bei Dancing Stars, sondern überall natürlich können. Das haben die anderen Paare auch teilweise. Ein gutes Timing, da mangelt es manchmal. Bei Ihnen auch, bei den anderen auch noch. Sympathie sollte nicht ich entscheiden. Mit Sympathie hast du wirklich nichts im Hut. Das ist wirklich nicht entscheidend. Das stimmt. Das ist wirklich nicht mein Tisch. Nein. Aber eine Sache noch. Und da bin ich ganz sicher, dass es dazu gehört, um Dancing Stars 2021 gewinnen zu können. Und das ist Mut. Und von dem haben Sie ja ein bisschen was schon gezeigt heute. Danke. Dankeschön. Es ist geschafft. Ja. Soweit. Schauen wir, wie es weitergeht. Danke. Danke. Caro und Danilo. Ja, wollen Sie diesen Mut, nämlich nicht den Lieblingstanz, sondern einfach mal den Angsttanz hier zu performen, obwohl Sie alles hätte zeigen können, wollen Sie diesen Mut auch belohnen? Dann tun Sie es bitte. Anrufen oder SMS. Ohne Sie schafft es kein Paar zum Titel. 090 10 59 09 10. So schaut Angst bei dir aus? Naja, heute nicht. Ja. Heute habe ich nicht mehr so Angst. Das heißt, du lachst während des Horrorfilms anderthalb Stunden durchscheinend, oder? Also, wenn ihr tatsächlich heute ins Finale einziehen solltet, da drücke ich euch ganz fest die Daumen, alle anderen auch, dann müsst ihr ja wieder drei Tänze vorbereiten. Ja. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten auf unseren Showtanz. Weil als wir uns kennengelernt haben, ganz am Anfang, da wird schon am Anfang gefragt, naja, ihr solltet euch Gedanken machen, falls ihr ins Finale kommt, was könntet ihr tanzen? Also ich habe gesagt, ich bin ja so ein absoluter Disney-Freak, bin so ein Disney-Fan. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, schau uns an. Ich meine, Disney-Prinzessin passt zu mir ja als Dunkelhaarige. Ja, nicht so viel, aber die Jasmin, und er schaut eher so wie der Aladdin. Ich habe gesagt, das wäre halt super. Also die einzige Disney-Prinzessin, die wirklich gut zu mir passt, weil die Nase wird auch passen bei uns beiden und die Größe sowieso, also das wäre Aladdin, wir würden einen Showtanz auch schön aus Aladdin machen, genau. Also quasi nach der bezaubernden Genie ist er dann der bezaubernde Genie? Nein, Aladdin. Da verwechsel ich jetzt was, gell? Einen Genie, den, wenn du magst, die Rolle ist noch nicht besetzt. Ich wäre da. Okay, ja? Ich weiß nicht, ob du tanzen kannst. Aber ich komme aus der Flasche nicht mehr raus. Also, ja. Okay. Da muss ich dich enttäuschen. Also wenn Sie zu Hause diesen Showtanz sehen wollen, müssen Sie anrufen für Caroline und Danilo und da mit ins Finale verhelfen mit einem Anruf oder einer SMS 090 10 59 09 10. In der dritten Show, wisst ihr noch, wie viele Punkte ihr bekommen habt für diesen Jive?
Ich sag's euch. 25. Oh, schau. Vielleicht werden es jetzt mehr. Schauen wir mal. Schau mal. Schau mal. 25, also gibt's zu toppen. Carina, schaffen wir das? Ihre Tanztherapie ist perfekt abgeschlossen. 10 Punkte. Danke. Mit wie vielen Punkten belohnt der Bollasch den Mut? Wie gesagt, Sie haben Können, Sie sind sympathisch, Sie haben den Mut. Aber keiner sagt mir, wie viele Punkte geben soll. Bitte schön in der Zukunft. Das ist so ein daher Trotzbenehmen. 9. Danke. Wie ein kleines Kind. Maria. Ich gebe den einen dazu. Na, der Tanz war wirklich outstanding, outstanding. 10. Dankeschön. Das sind 29 Punkte, es sollten 30 Danke. Sein, aber... Ja, lad den Bollasch doch ins Kindertheater ein, gell? So, für den Moment habt ihr alles getan. Danke euch. Danke dir. Schon, wenn ihr wollt. Ja, nehmt Platz, ruht euch aus. Bin gespannt, ob ihr ins Finale kommt. Ja, es war...